So, da sind wir wieder und jetzt können wir die Schriftrolle da runternehmen, hoffe ich mal. Und hier durch. Endlich mal hier weiter. Nein. Hier will ich weiter. So. Und zum blauen Kristall. Da war ein Knopf, der hier die Tür öffnet. Das habe ich auch noch nie gesehen. Die Tür geht auf und dahinter ist eine Wand. Wieder was vom Modmacher gelernt. Die Rolle brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Illusion deines Schicksals ist besiegelt. Aber nicht bei einer außenstehenden Macht. Wähle deinen Pfad mit Bedacht. Okay. Ah, eine Peril-Notiz. Was sagt der gute Lord Peril diesmal? Ich habe es geschafft, an einer großen Zahl von gefährlich aussehenden Bewohnern vorbeizuschleichen. Aber ich musste mein Schwert in den Gedärmen einer aggressiven, riesigen Spinne zurücklassen. Und ich habe es geschafft, etwas Essbares von einer großen, echsenartigen Kreatur zu gewinnen. Naja, Eisechsensteak. Nachdem ich sie mit bloßen Händen erlegt habe. Sicherlich haben die anderen es geschafft zu entkommen und sind zum Palast zurückgekehrt. Unser beauftragtes Luftschiff sollte nur 7 Tage am Landeplatz verweilen. Und es sind sicherlich 9 oder 10 Tage vergangen nach meiner Erzählung. Meine einzige Hoffnung ist es, durchzuhalten und einen anderen Weg nach draußen zu suchen. Am Fuße des Grimrock-Turms, Lord Peril. Ja, der gute Lord Peril. Hat noch jemand Hunger? Oh, sie ist jetzt langsam am Verhungern. Kriegt sie das hier? Und das kriegt sie. Und ja. Wisst ihr, was jetzt das Blöde ist? Jetzt habe ich 2 Assassin-Stacker. Und in der Fighters Challenge liegt ein Umhang, den ich gebrauchen könnte. Aber um dorthin zu kommen, müsste ich wieder durch das ganze Dino-Zeug durch. Na gut. Versuchen wir es jetzt einfach mal. Ich will den Umhang haben. Und hier? Dürft dabei zuschauen, wie ich von Dinos gleich gefressen werde, wahrscheinlich. Bis jetzt noch kein Dino. Wisst ihr was? Dann können wir auch mal kurz gucken, was hier hinten noch ist. Blitzbomben. Eine Fackel.
Irgendwas ist aufgegangen. Da ist ein Dino. Da ist ein Dino. So. Ich habe so das Gefühl, dass hier was. Tatsache. Aufgegangen ist. Noch eine Blitzbombe und Kräuter. Kräuter können wir immer gebrauchen. Zumal ihm, das machen wir nicht hier drin. Oh Mann. Das musste ja jetzt kommen, oder? Aber man merkt, sie macht schon mal mehr Schaden mit dem Fireburst durch den roten Orb. Doppelten Schaden ungefähr. So. Ich wäre froh, wenn du sterben könntest. Dankeschön. So. Ihm fehlen zwei. Ihm keiner. Okay. So. Sie hat auch genug Mana-Tränke. Das ist gut zu wissen. So, hier switchen wieder die Wände um. Und ja, da müsst ihr jetzt leider durch, sorry. Aber zum Glück müssen wir nicht die ganze Fighters Challenge nochmal machen, sondern einfach nur hochkommen. Vorbei hier ran. Hier kurz aufladen, wollte ich sagen. Jetzt hat's geklappt. Die Treppe nach oben. Nein, hier bin ich definitiv falsch gegangen. Hier lang, genau. Hier fliegen wir einfach mal wieder runter. Lassen die Spinne Spinne sein. Ja. Gehen hier rum. Teleporter, Teleporter. Klick nochmal auf den blauen Kristall. Sicher ist sicher. Maze of Shadows. Während wir da entlang gehen, kann ich mal überlegen, ob ich alles zusammen habe für das Rätsel, was wir da hatten. Und ich hoffe mal, dass es dasselbe ist, fällt mir gerade so ein. So. Okay, wir haben Schlüssel. Wir haben Steine und Pfeile. Nicht gut.
Ach, da ist er, der Schädel. Falsch, die Richtung müssen wir. Also Gegenstände haben wir schon mal alle. So, hier haben wir den anderen Decker. Also das Secret hatten wir schon. Und nehmen den hier. Okay, was macht der? Evasion plus 5. Essensverbrauch. Energieregeneration. Er würde eine Evasion und eine Treffergenauigkeit verlieren, aber seine Energie wieder schneller regenerieren. Er würde nur 3 Evasion gewinnen. Ne, dann machen wir das so. So kriegt er nämlich 2 Evasion, zwar nur 2 Evasion, aber dafür mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Gut. Wäre das geregelt. Nein, hier sind die Hallen des Feuers. Hier bin ich falsch. Ich will einfach nur da wieder raus. Und den Hallen des Feuers will ich mal auf Wiedersehen sagen. So. Nein, halt. Das war der falsche Teleporter. Und wieder runter. Ich denke mal, ich erspare euch den Rückweg und mache das kurz offscreen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich bin jetzt den ganzen Weg zurückgegangen zu diesem Punkt hier. Ja. Kurz mal auf den Kristall klicken, um zu speichern. Und dann wollen wir mal sehen. Games Bane with Head of Steel. Also ein Jagdwerkzeug mit einem Kopf aus Stahl ist ein Pfeil. Klick. Hat's gemacht. So. Severed Dread. Also verdorrter Schrecken. Das ist der Schädel. Und er braucht was zu essen. So. Sie kann die Fackel wieder weglegen, die sie am leer gehen. Hier haben wir den Unraveler of Mysteries. Ein Schlüssel. Der lüftet Geheimnisse. Und zu guter Letzt eine Träne des Landes. Und was heult das Land? Steine. Genau. Den da nehmen wir wieder mit. Den Rest brauchen wir nicht. Und jetzt können wir weitergehen. Was steht denn hier? Du hast dich als wahrer Champion bewiesen. Stark in Macht und Wille. Aber sei vorsichtig. Hier in den Tiefen schlummern noch schlummern Dinge, die noch mächtiger sind als du selber. Okay. Gut zu wissen. Ogre Crossing. Da will ich noch nicht rein. War da ein Knopf? Nein. Ich will mich erst hier umsehen. Ah, gemacht von den Toten, guillotinierter, also enthaupteter Mann, braucht mich nicht. Also, was ist aus Toten gemacht und was braucht ein Guillotinierter nicht? Natürlich eine Knochen, eine Armkette und der Langbogen, den ich nicht benutzen will. Beziehungsweise nicht benutzen kann. Was ist hier? Schatzkammer. Erst einmal das Shield of Valor für ihn. Dann kriegen
kriegt er schon mal mehr Stärke und Feuerresistenz. Und eine Schatzkammer. Ein Buch. Amulette. Chitinteile. Und ich habe 2 goldene Schlüssel. Also erstmal will ich das Buch. Das ist das Buch der Agilität. Dexterity plus 2, Evasion plus 1. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken. Dexterity 21. Dexterity 11 bringt ihm also nicht viel. Dexterity 25, Dexterity 10. Ich würde sagen, das kriegt unser Breno hier. Wow, Evasion ziemlich abgestiegen. Die machen plus 5 Evasion und dahinter ist noch der Helm. Habe ich schon den Helm? Ja, den habe ich schon. Ich habe eigentlich, glaube ich, das komplette Lurker-Set bereits. Okay, dann hebe ich den Schlüssel mal auf. Gut. Gehen wir zurück zu diesem Ogre-Crossing hier. Aber bevor wir hier weitergehen, mache ich erstmal wirklich einen Cut. Bis gleich.